Einen guten Boden bedeutet alles für einen Gärtner, der gesunde und glückliche Pflanzen züchten möchte. Natürlich gibt es heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, seine Pflanzen mit teuren Chemikalien zu behandeln. Aber tatsächlich gibt es heutzutage viel einfachere und günstigere Möglichkeiten, als chemische Substanzen anzuwenden. Wenn du wissen willst, wie du deinen Garten richtig toll pflegen kannst, dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir 5 verschiedene Möglichkeiten, um die Erde im Garten mit Nährstoffen zu versorgen. Und glaub mir, danach wirst du nie wieder auf die chemische Keule zurückgreifen. Also lass uns nicht lange labern, legen wir los. Nummer 1. Bananenschalen. Sie enthalten eine Reihe von Nährstoffen wie Kalium, Phosphor, Schwefel, Magnesium und Calcium. Der effizienteste Weg, sie zu verwenden, ist folgender. Schneide die Bananenschale in kleine Stücke und setze sie in die Erde ein. So kann sich die Bananenschale schneller zersetzen und spendet dem Boden eine Menge Nährstoffe. Nummer 2. Asche. Wenn du im Garten eine Feuerstelle hast, dann hast du gleichzeitig eine Quelle für kostenlosen Wunderdünger. Denn wenn du Asche über die Blumenerde streust, dann senkt sie ihren Säuregehalt. Das wird deine Ernte auf jeden Fall vorantreiben. Die Nummer 3 ist das rohe Ei. Ja, tatsächlich. Die Lösung für ein blühendes Gewächs kann so einfach sein wie das Einpflanzen eines Eis. Dafür musst du nicht mehr tun als ein einzelnes rohes Ei in den Boden zu geben. Mit der Zeit zersetzt sich das Ei und wirkt wie ein Naturdünger. Zusätzlich lassen sich auch zerkleinerte Eierschalen in die Erde setzen, um den Effekt noch weiter voranzutreiben. Einige Hobbygärtner sowie auch meine Tante Katja nutzen Eierschalen sogar als kleine Blumentöpfe. Das sieht nicht nur so lustig aus, man hat auch einen positiven Effekt auf den Wachstum der Samen, denn die Eierschale gilt selbstverständlich auch als natürlicher Dünger. Nummer 4. Laub. Wenn Blätter über den Winter hinweg in deinem Garten verrotten, dann versorgen sie den Boden gleichzeitig mit Nährstoffen. Das kannst du dir zu Nutzen machen und das Laub über deiner Blumenerde verteilen. Das wird nämlich dazu beitragen, den Nährstoffgehalt des Bodens zu verbessern. Und die heutige Nummer 5. Bittersalz. Oftmals haben Böden einen niedrigen pH-Wert, welcher normalerweise auf ein Magnesium-Ungleichgewicht in der Erde hindeutet. Diesen kannst du aber mit Bittersalz ausgleichen. Dafür musst du nur etwas Bittersalz in Wasser lösen und das Ganze auf deine Pflanzen sprühen. Probier's auf jeden Fall aus. Es wirkt wahre Wunder. Und das war's auch schon für dieses Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen oben da. Wollt ihr weitere interessante Videos rund um die Gartenpflege haben, so abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So wird ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Auf eine tolle und grüne Gartenzeit!